Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest gut eingepackt anzunehmen bei Pato Adoros in Uldum an dieser Position. Vorquest war wütende Leve, allerdings müsst ihr, nachdem ihr die Vorquest abgegeben habt, eine Tages-ID abwarten. Genauso, wenn ich diese Quest dann abgebe, muss ich eine Tages-ID abwarten, dann gibt es erst die nächste, also falls es eine gibt. Quest ist angenommen. Nun soll ich 30 Aquirspinnweben sammeln. Wie ihr seht, ist in diesem Gebiet, wo die Questgebiete sind, auch so ein Angriff der Aquir. Weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt. Auf jeden Fall weiß ich nicht, ob es zusammenhängt, ob man die Quest nur machen kann, wenn dieser Angriff da ist, oder ob es auch ohne diesen Angriff geht. Ich begebe mich jetzt mal in dieses Questgebiet und mal schauen, wie man an diese Aquir-Spinnweben kommt. Ob man die einsammeln muss oder Mobs töten muss. Aha. Aha, von solchen Mobs gibt es solche Weben. Okay, dann töte ich mal die. Mal schauen, wie viele droppen. Zwei Mobs. Und dann schauen wir noch, ob es andere Mobs gibt, die auch noch diese Weben droppen. Fünf Stück hatte ich hier drin. Glaubt, das ist immer unterschiedlich. Ist halt eine Drop-Chance. So, solche haben wir schon getötet. Was gibt's hier noch? Dieser Goliath droppt keine. Die Stachel der Aquir droppen auch keine. Schnitter auch nicht. Anscheinend nur diese Leerenwirker. Da gibt es noch andere große Mobs. Jetzt fällt mir nicht ein, wie die heißen. Aber da werde ich auch noch schauen, wie diese, beziehungsweise ob diese auch welche droppen können. Da waren jetzt nur zwei Stück drin. Ja, während des Fliegens und Kämpfens, der Hinweis, dass ich eine Facebook-Seite habe. Link dazu findet ihr in meinem YouTube-Kanal-Banner. Auf der Seite poste ich das Software, was ich aufnehme oder was als nächstes ansteht. Was auf dem PTR noch nicht funktioniert, was fuchst und so weiter. Könnt die Seite auch liken, abonnieren, wie ihr wollt. Sie dient dazu, euch ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. Hab jetzt 7 von 30 und hier waren anscheinend 3 drin. Das Lootfenster ist sehr schnell zugegangen. Hier ist noch ein Levenwirker dabei. Aber ich glaube, nur diese Levenwirker können diese Spinnweben droppen. Dennoch werde ich es gleich überprüfen. Oh, jetzt hättet noch was. Toll. Hat dem Mob niemand gesagt, dass ich ein Video mache? In dem Mob hier waren 2. 12 von 30. Und wenn man über dieses Gebiet fliegt, sieht man, hier sind auch noch Mobs. Die da zählen jetzt nicht, sind auch keine Levenwirker. Aber ich will sehen, ob die anderen Elite, außer die Goliaths, keine Quest-Items dabei haben. Ach ja, und die Stachel hatten auch keine. Stachel der Aquir. Die anderen Elite sind in diesem Gebiet zu finden. Wie heißen die? Genau, diese hier. Ah, Dominatoren können welche haben. Okay. Dann geht's dem hier an den Pelz. Beziehungsweise an den Panzer. Hab jetzt noch was geredet. Typisch. Death Cooldowns. Damage Cooldowns. So,
Schaut doch gleich besser aus. Ein bisschen ausweichen. Ein bisschen unterbrechen. Mein aktuelle Itemlevel ist 434. Da habe ich keine Probleme als Frostdecker gegen diesen Mob. Ach ja, ich loote erstmal diesen hier. Damit ich nur sehe, wie viel dieser Dominator dabei hat. Oh, jetzt könnte es noch knapp werden. Heiltrank habe ich nicht. Ah, dem kann ich leicht ausweichen. So. Und 2 Stück. Also lohnt es sich nicht, diese Mobs zu machen. Nö, dann lieber die kleinen. Die Verderbte. Ah, ich glaube, die heißen anders als die unten. Die unten waren, glaube ich, Lebenwirker. Und das sind verderbte Eierhüter. Gut, wieder was dazugelernt. Bisschen heilen. Da waren auch 2 dabei. Jetzt habe ich schon über die Hälfte. Gibt es keine 2 solchen Mobs zusammen? Ah, gerade heute wurde dieser Angriff aktiv. Heißt also, ziemlich viele Leute machen die Quests in diesem Bereich. Deshalb sind auch viele Mobs tot. Nur 1. Und die Drop-Chance ist sehr bescheiden. Oh, ein seltener Mob. Der soll auch welche droppen können. Wow, was war das? Ich hätte den nicht angreifen sollen. Aber ich will wissen, wie viel er dabei hat. Ich befürchte auch nur so um die 1-2. Jetzt habe ich einen Schmarren unterbrochen. Stille. Das dauert mir zu lang. Bin geflohen. Okay, ich fliege jetzt wieder da in die Mitte. Sammle weiter diese Spinnweben. Und wenn ich sie zusammen habe, werde ich mich wieder bei euch melden. Bis gleich. Ich habe gerade die letzten 5 Quest-Items gelootet. Also mir haben nur noch 2 gefehlt, dann habe ich 2 Mobs getötet, sind aber 5 Quest-Items gedroppt, wie es immer so ist, wenn man keine mehr benötigt, dann droppen besonders viele. Lange Rede, kurzer Sinn, Quest ist bereit zur Abgabe, juhu, freuen uns alle. Und nun darf man die Quest noch abgeben. Ihr habt jetzt auf der Weltkarte gesehen, Weltboss. Der ist auf dem Live-Server noch nicht verfügbar. Ich nehme die Quest auf dem Patch-Server auf, also nicht wundern. So. Quest ist abzugeben bei Parto Adoros in Uldum an dieser Position. Hoffe, das Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr mir gerne auch helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Würde mich freuen, wenn ihr den benutzt. Eizocke, Ende.